Herzlich willkommen zur Minikirche. Hallo Kinder, schön, dass ihr heute dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr zu diesem Gottesdienst gekommen seid. Ich freue mich, dass ich hier nicht alleine bin, sondern dass ihr heute alle mit dabei seid und ich bin mir sicher, wir werden eine richtig tolle Zeit zusammen haben. Wir wollen Lieder singen, es gibt eine Geschichte und noch eine Bastel- oder Spielaktion für euch und ich bin mir sicher, das wird ein richtig toller Gottesdienst. Und bevor wir damit anfangen und gemeinsam singen wollen, werde ich noch zu Gott, zu unserem Vater im Himmel beten und einfach, dass wir jetzt gemeinsam vor ihm ruhig werden. Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du uns lieb hast und dass wir jetzt diesen Gottesdienst feiern dürfen. Und ich bitte dich, dass wir einfach ganz viel Spaß haben können, dass wir neue Dinge über dich erfahren können und dass du uns in dieser Zeit hier segnest und uns einfach ganz viel Freude schenkst und dass wir dir gefallen mit dem, was wir tun. Amen. Ja, und das erste Lied für heute ist Jesus, du bist König. Das ist ja ein einfaches Lied und ich bin mir sicher, viele von euch kennen es schon, die es nicht kennen. Das ist ganz einfach, es hat ein paar Bewegungen und ich freue mich, das jetzt mit euch gemeinsam zu singen. Jesus, du bist König, König meines Herzens. Ich erhebe dich, ich erhebe dich. Ich denke, ich erhebe dich über alles, was ich tue. Ich erhebe dich über alles, was ich fühle. Jesus, regiere du in mir. Jesus, du bist König, König meines Herzens. Ich erhebe dich, ich erhebe dich. Jesus, du bist König, König meines Herzens. Ich erhebe dich, ich erhebe dich. Ich erhebe dich über alles, was ich denke. Ich erhebe dich über alles, was ich tue. Ich erhebe dich über alles, was ich fühle. Jesus, regiere du in mir. Ja, und das zweite Lied für heute ist das Lied Wie ein Vogel. Es hat ganz einfache Bewegungen und auch nicht viele. Und ich freue mich, das jetzt mit euch zu singen. Thank you.
Hallo Kinder, schaut mal, hier sind wieder Jesus und seine Freunde. Sie haben schon ganz viel zusammen erlebt. Das war ganz schön aufregend und anstrengend. Kranke gesund machen, zuhören und von Gott erzählen. Und da waren so viele Menschen. Jesus und seine Freunde hatten kaum Zeit zum Essen. Jetzt sagt Jesus zu ihnen, kommt mit, wir fahren mit dem Boot weg. Irgendwohin, wo wir allein sind und ruhen uns aus. So fahren sie los. Ah, auf dem See ist frische Luft. Hier ist es ganz ruhig. Das tut gut. Sie kommen auf der anderen Seeseite an. Dort sind auch ganz viele Menschen. Die Menschen haben gesehen, dass Jesus und seine Freunde über den See fahren. Sie wollen unbedingt bei Jesus sein. Darum sind sie Jesus nachgelaufen, um den See herum. Jesus sieht die Kinder, die Frauen und Männer und die alten Leute. Jesus freut sich, die Menschen zu sehen. Er hört ihnen zu. Jesus erzählt den Menschen von Gott. Dann wird es Abend. Die Freunde sagen zu Jesus, Jesus, willst du nicht mal Feierabend machen? Es ist schon so spät. Die Sonne geht gleich unter. Die Leute haben bestimmt Hunger. Schick die Leute doch jetzt nach Hause zum Abendessen. Jesus sagt, gebt ihr ihnen doch etwas zum Essen. Die Freunde schauen sich erstaunt an. Wie soll das denn gehen? Wir haben doch gar nicht genug Geld, um für die vielen Menschen etwas zu essen zu kaufen. Jesus fragt, wie viele Brote und Fische habt ihr denn noch? Schaut mal nach. Die Freunde schauen nach. 5 Brote und 2 Fische haben wir, sagen die Freunde. 5 Brote und 2 Fische für so viele Leute? Was macht Jesus jetzt? Jesus nimmt die Brote und die Fische. Er betet vor dem Essen. Er dankt Gott für das Brot und die Fische. Jetzt bricht Jesus das Brot auseinander und gibt es seinen Freunden. Auch die Fische teilt Jesus. Die Freunde gehen zu den vielen Menschen. Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind bekommt etwas von dem Brot und dem Fisch. So viele Menschen bekommen Brot, so viele Menschen essen davon. Ja, alle essen und alle werden satt. Und es gibt sogar noch Reste. Die Menschen staunen. Wow, was Jesus alles kann. Er kann mit so wenig Essen so viele Menschen satt machen. Was wollten Jesus und seine Freunde eigentlich machen? Was ist dann passiert? Hat Jesus sich geärgert, dass er nicht seine Ruhe haben konnte? Was hat er gemacht? Warum hat Jesus die Leute am Abend nicht nach Hause geschickt? Genauso wie Jesus für Brot und Fisch gedankt hat, so wollen wir Jesus auch für das Essen danken. Und zwar lerne ich jetzt mit euch ein Tischgebet. Und zwar geht das so. Bei diesem guten Essen wollen wir einen nicht vergessen. Gott, der uns das alles gibt, weil er seine Kinder liebt. Amen. Ja, und das war's für heute mit der Minikirche. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr zu diesem Gottesdienst gekommen seid. Und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Und bis dahin wünsche ich euch eine richtig schöne Woche. Tschüss!